Oder weil wir das Stoppschild überfahren haben, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber gut. Stoppschild wird mal eben an die Seite gekickt. Was? 2% Schaden? Oh mein Gott. Na ja gut, kann ich noch entleben. Teilprozent geht eigentlich echt noch klar. Darf aber auch nicht mehr werden. Darf auf keinen Fall mehr werden. Sonst haben wir ein bisschen größeres Problem. Wir müssen auch noch die Reparatur für den LKW bezahlen. Und ich hoffe so sehr, dass wir vielleicht unseren nächsten Fahrer einstellen können. Aber wie gesagt, sehen wir dann alles, wenn wir denn da ankommen. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Die nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. Ja gut, 3 Tage wach kann jetzt Muskelfahrer nicht werden. Aber trotzdem. Wie gesagt, die haben einen ziemlich harten Job und ich kann eigentlich nur einen Punkt ziehen davor. Vor diesem immensen Druck, den wir ausgelastet sind, eigentlich. Ich meine, du hast ja eine bestimmte Zeitvorgabe, wann du ankommen sollst und wann du zu liefern hast. Also bis dann und. Du musst dann noch deine Ruhepausen einhalten, etc. pp. Und dann geht es vielleicht auch mal für dich nach Holland oder Frankreich oder weiß der Geier wohin. Also ist auf jeden Fall schon ein ziemlich harter Job. Wie lange haben wir noch bis zum Schlafen? 4 Stunden 45. Ja, da sollten wir eigentlich an der Fähre schon da sein. Doch. Ist ja quasi genau die gleiche Strecke, die wir vorhin gefahren sind, nur dass wir die rückwärts fahren. Und ich glaube, so lange ist nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. So, auf geht's. Wie gesagt, ich mehr Autotaximulator 2 immer
eine Aufnahmesession auf, genauso wie Assassin's Creed 2. Bei FIFA mache ich das anders. Und bei FIFA kann man das aber auch besser machen, wenn man jede einzelne Folge abmoderiert. Wobei die Abmoderation ist jetzt nicht so unbedingt das Schlimme. Aber da hast du halt wenigstens ein Spiel drauf, ein ganzes Spiel. Oder so wie heute halt, dass zwei Folgen rauskommen, einmal Pack Opening und einmal das die reguläre Folge. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass es jedes Mal dann so sein wird. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber ich denke schon. Pack Opening, ja, ab und zu zwischendurch, klar. Aber jetzt nicht dauerhaft. So, weil ich auch die FIFA Points brauche, glaube ich, für den Draft-Modus. Bin mir auch nicht sicher. Von daher. Fahr mal rüber zur Sicherheit. Nee, doch nicht. Oh, eigentlich sehr schön. Aber manchmal geht das einfach so runter und dann stehst du auf einmal da. Und keiner weiß warum. Und weshalb. Wir erinnern uns auch sicher, den Schaden angefangen haben, wo wir da runtergefahren sind vom Gelände. Oder weil wir das Stoppschild überfahren haben, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber gut. Kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Die Autobahnkreuze, es sieht ja richtig geil aus. Also ich finde, das ist mega geil aus, mega geil gemacht. Wir müssen auch eigentlich gleich ankommen. Wir müssen gleich bei der Fähre ankommen. Du bleibst ja stehen, ich kann nicht rüber. Wird das jetzt Nacht? Ja, es wird Nacht. Okay. Sechshundertachtzehn, Entschuldigung. Da haben wir noch 200 Euro glatt hinterzogen. So. Wie gesagt, wir müssen eigentlich gleich bei Trelleborg sein, genauso ist es, da ist schon mal zum anderen ausgezeichnet.
Dann geht's schon mal mit der Fähre rüber. Dann kann es eigentlich auch nicht mehr so lange sein. Warum fahren die von mir alle so langsam? Nächste müssen wir erst runter, genau. Bei Trelleborg, genau. Auch hier wieder gut gemacht, ey. Im Beschleunigungsstreifen, alles da. Ich kann mir auch gut in der Zukunft vorstellen, also ich kann mir auch gut eine Zentrale einrichten, generell so in Schweden und in einem kompletten neuen Ländern. Willkommen in Trelleborg, www.trelleborg.de. Bin mal gespannt, ob es die Stadt wirklich gibt. Wobei .de ist eher unwahrscheinlich, aber gut, kann man mal so machen. Nein. Wir haben ja schön voll gegengeballert. Meine Maus ist auch so irgendwie so falsch, dass ich gar nichts mehr gesehen habe, wo ich hinfahre. Wie soll ich denn jetzt an diesen... Ach lol, ich sage eigentlich hier ab. Super. Sagst du mir das mal jemand? Ich muss hier lang. Sieht das Schiff nicht geil aus? Ich hoffe mal, ich habe jetzt auch nicht so viel am Trailer erlitten. So viel Schaden. Ja, 4% kann ja auch noch mit leben, aber 2% ist wie gesagt besser. Am besten ist natürlich gar keinen Schaden zu haben. Aber gut, wenn man halt einmal Schaden hat, dann ist es halt so. Dann will nur von deinem Leben.
müssen wir hier abbiegen. Ich fahre ja auch meistens gar nicht so schnell um die Kurven, weil ich einmal Angst habe, dass irgendwann hinten mal alles